Hi Leute, ihr habt ganz, ganz, ganz oft nachgefragt, was ich in meinem Jahresfavoriten-Video auf den Augen hatte. Und deswegen dachte ich, schminke ich euch jetzt einfach mal nach. Es ist total einfach, aber ich benutze ein paar Farben, die ihr vielleicht nicht da habt. Deswegen dachte ich, swatche ich auch mal zwischendurch die Farben, damit ihr seht, wie das so aussieht, ohne dass es auf dem Auge ist, sodass ihr Ersatz findet. Zum Beispiel Sachen, die ihr schon da habt oder wo ihr wisst, das bekommt ihr irgendwie im DM oder so. Also ich habe erstmal angefangen mit meiner Base und das ist dieser Lidschattenstift von P2. Den gibt es ja schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr. Ich finde den immer noch toll. Bei vielen rutscht er in die Lidfalte, bei mir nicht. Keine Ahnung warum. Das ist auch oft, wenn ich meine NYX Jumbo Eye Pencils verwende, dann fragen immer viele, hä? Hast du gar keine Base drunter oder was nimmst du für eine Base, damit die nicht in die Lidfalte rutschen? Und ich nehme aber immer keine Base, wenn ich die nehme, weil die bei mir auch nicht in die Lidfalte rutschen. Das ist irgendwie bei jedem anders, da müsst ihr einfach schauen, wie das bei euch ist. Wenn die bei euch in die Lidfalte rutschen, dann kann ich euch die UMA Base empfehlen. Es sei denn, die rutscht bei euch auch, aber bei mir hat die auch nie gerutscht. Ich finde nämlich, die trocknet so ein bisschen aus. Also bei mir waren die Lider davon nie trocken. Aber die trocknet so ein bisschen aus, sodass dann dieser, vielleicht ein bisschen fettige Jumbo-Eye-Pencil bei euch wahrscheinlich auch nicht in die Lidfalte rutschen wird. Ansonsten könnt ihr es auch mit jeder anderen Base probieren, die ihr da habt, und dann den Stift einfach drüber auftragen. Die matten Farben halten bei mir, die schimmernden rutschen bei mir allerdings auch schon mal in die Lidfalte. Dann nehme ich auch immer irgendeine Base, die Kate Primer Potion ist da auch ganz gut. So, die erste Farbe, die ich genommen hatte, war diese hier. Oh, mein Nagellack ist total abgesplittert. Lecker. Also es war diese hier. Und das ist von MAC Sumptuous Olive oder so. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Die sieht so aus. Ich mache euch mal den Swatch hier hin. Also das ist die Farbe. Und die habe ich einfach mit so einem Lidschattenpinsel von Sigma E55 auf das ganze bewegliche Lid aufgetragen. Im Innenwinkel habe ich so ein bisschen ausgespart, weil da nachher noch eine andere Farbe hinkommt. Und ich bin damit auch in die Lidfalte gegangen und so ein bisschen drüber hinaus. So, also nichts Spannendes, erstmal überall verteilt. Dann habe ich hier so einen fluffigen Pinsel genommen, der ist jetzt von Sueva, das ist die 225. Und damit habe ich einfach hier die Kante verblendet. So, und ich finde, das geht da manchmal so ein bisschen weit nach oben zur Augenbraue. Da nehme ich einfach auch einen Finger und gehe so eine Augenbraue entlang und dann nimmt das wieder so ein bisschen weg. Also dann ist es wie Radiergummi sozusagen. Manchmal nehme ich auch einen hellen Lidschatten, wenn ich highlighten möchte, und trage das dann auf und verblende das so nach unten, dann nimmt das auch wieder weg. Aber hier trage ich jetzt nichts unter der Augenbraue auf. Das war so ein ganz, ganz schlichtes, schnelles Augen-Make-up, deswegen habe ich da nicht viel gemacht. Übrigens zu dem Fleck auf der Linse, da habe ich ein Video zu gemacht, da werden mich jetzt bestimmt wieder viele ansprechen. Ich verlinke euch das mal in der Infobox, ich glaube, das war relativ witzig. So, ja, das war's schon. Das ist eigentlich schon der größte Part. Danach habe ich aus der Naked Palette von Urban Decay die Farbe Virgin benutzt. Das ist der hier ganz außen. Den swatche ich euch auch gerade noch, damit ihr Alternativen finden könnt. Sieht der so aus. Also das ist einfach nur so ein ganz neutraler Highlighter-Ton, der schimmert. Ich denke, dafür findet ihr auch einen ganz guten Ersatz in der Drogerie. Ich glaube, bei Alverde, die haben so einen gebackenen. Ich weiß aber nicht, ob die den noch im Sortiment haben. Aber ich meine, der wäre relativ ähnlich gewesen. Da gehe ich jetzt einfach mit meinem fluffigen Pinsel rein und verteile das im Innenwinkel. Einfach da, wo ich eben ausgespart habe. Dann sieht das so aus. Und danach habe ich einfach nur ein bisschen Grüngold von Cosmetic Cosmo verwendet. Das ist der hier. Ich
Da haben wir ihn. Und da bin ich dann auch noch ganz bisschen mit meinem Lidschattenpinsel, den ich eben schon verwendet habe, reingegangen. Und habe das so ein bisschen auf die Mitte des Augenlids getupft und verblendet. So. Und das war's auch schon mit Lidschatten. Mehr hatte ich nicht gemacht. Alles, was dann noch kommt, ist der Lidstrich. Da hatte ich von Essence den Gel Eyeliner verwendet. Und Mascara, das mache ich jetzt gerade. Das kriege ich jetzt hier so nicht hin, technisch, weil der immer unscharf stellt. Und überhaupt hier so freihand, das ist total schwierig immer. Und ja, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich gleich nochmal da. So, da bin ich wieder. Der Eyeliner-Lidstrich ist ein bisschen amok gelaufen. Er ist zu dick geworden, aber das mache ich ja irgendwie immer. Hier ging's da nicht, aber egal. Ja, auf den Lippen trage ich, oder habe ich auch in dem Video getragen von Catrice Gentle Nude. Gibt's ja leider nicht mehr. Ich hoffe, dass die jetzt bei der Sortimentsumstellung im Februar wieder so eine ähnliche Farbe reinkriegen. Weil die geht irgendwie immer. Also finde ich zumindest. Vielleicht finden sie einige zu rosa, aber ich mag die. Und ja, das war's eigentlich schon. Auf den Wangen hatte ich von Essence aus der Cutest Hell Limited Edition. War das die Cutest Hell Limited Edition? Ich glaube schon. Den Wawawawu Rouge und den trage ich heute nicht. Ich trage heute Sachen von Milani und Bourjois oder so. Dazu kommt auch noch ein Video, weil ich habe ein bisschen böse zugeschlagen. Also nicht jemanden verhauen, ich habe geschockt. Ja, also so sieht das aus. So hatte ich es getragen in meinem Favoritenvideo. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Vielleicht findet ihr ja alternative Produkte, die so ähnlich aussehen, die ihr dann anwenden könnt, wenn ihr das, was ich jetzt benutzt habe, nicht zu Hause habt. Und ja, gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und jo, macht's gut, tschüss.